Willkommen zurück auf Port Alisar. Heute, ich schaue gerade hier diesen startenden Schiffen zu. Heute wollen wir uns aber mal mit der 85X beschäftigen und schauen, wie sie sich in der 261-Version von Star Citizen so macht. Ich hatte ja letztens immer ein bisschen das Problem bei manchen Schiffen mit dem Aiming. Bei der 85X auch. Wir wollen mal sehen, ob das ein vorübergehendes Problem war oder ob das immer noch besteht. Und dafür heben wir jetzt einfach mal ab. So, und fahren jetzt mal unsere Räder ein und geben ein bisschen Gas, dass wir von dem Landefeld ein bisschen wegkommen. Gut. Also, da wären wir. Jetzt suchen wir uns mal eine Mission aus. Sehen, was uns heute angeboten wird. Die 556 und die 730. Wir versuchen mal die 730. Ja, genau hinterm Solarpanel von der Raumstation. Auch nicht schlecht. Gleich sind wir im grünen Bereich. Und dann geht's auch schon los. Mal sehen, wie viele Piraten dort sind, beziehungsweise ob ich sie treffe. Und schon geht's los. So. Nähern uns vorsichtig. Ah, das schon. Also ihn kann ich nicht mit einer Rakete begrüßen. Ich frage mich, wie die unteren Laser jetzt nach oben schießen können, aber mir soll es recht sein. Oh, und er schickt Raketen auf mich. So, es handelt sich um Seed. Ich habe ihm ein Fadenkreuz, es leuchtet sogar grün, aber die Schüsse gehen vorbei. Ich werde jetzt mal anfangen zu nach oben zu driften. Die aktuell nicht. Leider wird in der Anzeige, also in meinem Scanner, auch nicht gezeigt, wie es der Aurora geht. Ihr seht in der Mitte des Kreises, was seine Schilde sozusagen so ein bisschen anzeigt, wird nichts angezeigt. Wenn wir ein bisschen schneller fliegen müssen, um mich dem mal ein bisschen zu nähern, weil der ist... Und Aurora ist auch nicht besonders groß. Jetzt passe ich meine Geschwindigkeit an seine an. Ihr seht meine Laserschüsse. Jetzt habe ich da nach unten hingeschossen und habe plötzlich ein grünes Kreuz gekriegt. Aber wenn er sich jetzt wendet und auf mich zufliegt, dann sollte ich ihn wieder erwischen. Ich glaube, die Einschläge sind eher bei mir als bei ihm. Ja, genau. Also die 85X hat jetzt auch keine riesen Laser, ne? Aber es ist ungefähr vergleichbar mit einer Aurora. Deswegen ist der Kampf hier gar nicht so unrealistisch, den wir hier machen. Ich treffe bloß nicht, wenn ich das seht. Das macht dem... Jetzt könnte es sein, dass wir noch einen Besucher gekriegt haben, einen zweiten. Also für
für eine Aurora oder 85X ist das hier? Ein Witz, ist nicht mehr so richtig zu schaffen. Ich versuche jetzt mit den fest installierten Lasern. Die sind auch von der Stärke genauso wie die normalen. Ha. Es ist schwierig, den da überhaupt ins Fadenkreuz zu kriegen. Ich kann die auch koppeln. Na gut, eine Aurora ist auch relativ klein, ja. Also ich slide die ganze Zeit nach oben. Falls sich jemand fragt, was ich hier mache. Ab und zu treffe ich mal. Aber es gelingt mir nicht, die Aurora so weit runter zu schießen, um sie irgendwie wirklich Schaden zuzufügen, weil ihre Schilde laden ja auch wieder auf, selbst wenn ich jetzt mal treffe. Ja, ich hab's jetzt ein paar Mal... Also ich, so scheint es zu gehen mit den festen Lasern, dass man sie einigermaßen trifft. Das ist aber natürlich ein ganz winziges Ziel, auf das man jetzt hier halten muss. Und es ist ein Geduldsspiel geworden, weil jetzt auch die Piraten natürlich wesentlich mehr aushalten. Und für eine für die Sights 1 Waffen der 85X... Ich will sie auch nicht überhitzen, sonst... Aber ich muss es versuchen, weil ich jetzt sonst seine Schilde nicht runterkriege. Genau, jetzt sind sie überhitzt, jetzt muss ich die anderen Laser nehmen. Schon wieder die anderen, die haben jetzt abgekillt. Mit einer Kurve. Vielleicht sollte ich mal versuchen, die zu koppeln. Ich weiß auch im aktuellen Tastatur. Einstellung für gekoppelte Laser nicht, aber ich kann mich nochmal fix informieren. So, die sind wieder überhitzt, jetzt kann ich wieder zu den anderen schwenken. Und so geht das. Aha, die sind auch überhitzt. Eigentlich müssten die anderen noch nicht überhitzt sein, also die. So, jetzt können wir ja mal gucken, ob ich ein bisschen näher komme, wenn ich ein bisschen schneller fliege. Ich muss den einfach größer rankriegen. So, andere Laser, die sind wieder heiß. Also früher habe ich öfters mal getroffen. Aktuell, ja, ist es schwierig. Man sieht, dass ich ab und zu ein grünes Fadenkreuz, jetzt habe ich zwei Treffer gehabt, hintereinander. Vielleicht muss man einfach das Zielen jetzt neu lernen. Aber mit zum Beispiel einer Hornet ist es natürlich einfacher, weil die auch stärkere Waffen hat als... Und ab und zu könnte man ja auch mal eine Rakete losschicken. Das kann dieses Schiff natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt ein Einsteiger wäre, der eine Aurora bloß fährt, der hat auch nicht mehr Laser. Und da sind sie sogar noch fixt. Also da kann ich... Habe ich den Gimbal-Laser, der mir jetzt hier unter dem Cockpit sitzt, zum Beispiel nicht. Und jetzt ging es mal durch die Laser, durch die Schilde durch. Vielleicht erwische ich ihn ja doch noch eine halbe Stunde. Das kommt dann nicht zweiter oder dritter oder vierter Pirat.
Hey. Sehr gut, das war's. Wer hätte das gedacht? So, nur aber schnell. Das heißt Nachbrennereien. So, also. Was haben wir denn jetzt als Fazit? Man kann mit der 85X noch einigermaßen austeilen, aber man braucht ewig dazu. So, jetzt ganz langsam ranfliegen, dass ich nicht so weit habe. So, jetzt aussteigen. Ich glaube, er hat gar keine Raketen am Anfang geschossen. Es sah nur kurz so aus, weil diese Symbole für Raketen sind auch Dreiecke und das Zielkreuz war ja auch ein Dreieck. Bisschen schwierig. Also es scheint schon, das Aiming mit dem noch einigermaßen zu funktionieren. Hauptproblem beim Aiming hatte ich eigentlich bei der Constellation. Aber es kann auch daran liegen, dass die jetzt so schwerfällig geworden ist, dass es einfach ewig dauert, beziehungsweise dass man die Constellation gar nicht so schnell wenden kann, wie irgendjemand um dich drum rum fliegt. So. Man könnte natürlich auch ausgekoppelt fliegen oder so, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. So, was ist denn jetzt los? Power on. So. Gut. Also es fährt hoch. Und dieses Geräusch, was man gerade gehört hat, heißt, dass das COM-Array wieder hergestellt ist. Gut, also raus. Dann probieren wir mal noch was anderes wegen Zielcomputer. Und zwar die PIP-Anzeige. Die war ja in der 260 irgendwie gar nicht mehr funktionell. Jetzt versuchen wir sie mal in der 261. Aber zuerst suche ich mal mein Raumschiff. Also, 85X, da ist ein kleiner, schneller Flitzer mit jeweils zwei Size-1-Lasern und Flügeln und einer Gimbaled angebrachten Size-1-Doppellaserwaffe unter dem Rumpf. Machen wir die Taschenlampe an. So, sehen, ob wir es ein bisschen anleuchten können. Nö, Taschenlampe hat keinen Effekt. Naja, manchmal ist das halt so. Obwohl, jetzt scheint sie zu leuchten. Machst du mal aus? Nö. Egal, also da unten ist der Turm. Kann man ein bisschen näher ranfliegen. Also Turm ist jetzt übertrieben, ne? Eine Arretierung, um die 2-Size-1-Laser hier ein bisschen beweglich zu machen. So. Rückwärts. Und jetzt gehen wir mal ins Menü, ins Optionsmenü und stellen bei Game Settings das Flight Lead Pip Recycle auf Yes. Und dann schauen wir mal, inwieweit sich das aufs Zielen auswirkt. Steigen wir mal ein. So, schwuppdiwupp. Also wenn man diese Option einschaltet, dann wird einem ungefähr ein Ziel vorgegeben, wo man hinzielen muss, damit die Laser treffen, sozusagen. Um das auszuprobieren, brauchen wir natürlich erst eine Mission und wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Repair-Area, beziehungsweise zu einem, was ein bisschen hinten in der Reihenfolge liegt, weil dann vielleicht nicht so viele andere da rumfliegen. So, aber erstmal müssen wir unter diesem Solarpanel durchfliegen. So, und jetzt auf zu diesem Uplink. Mal sehen, wer uns da entgegengeschickt wird. Ich hoffe auch nur eine Aurora. Mal sehen, ob man mit dieser Einstellung besser trifft oder nicht.
Oh. Da müssen wir erstmal schauen. Eine Cutlass, die schaffe ich natürlich auf keinen Fall mit diesem Schiff. Aber die Aurora will mich treffen, beziehungsweise will sich mit mir einlassen. Seht, jetzt muss ich mit meinem Zielkreuz versuchen, über das Dreieck zu kommen. Scheint auch zu gehen. Mal sehen, ob es besser ist. Also das ist natürlich jedem selber ein bisschen eingestellt, überlassen, auszuprobieren, mit welcher Zielhilfe bzw. Einstellung. Bei der anderen wird einem halt der Vektor angezeigt, der das Schiff fliegt. Man muss sozusagen das Ziel nachziehen. So, jetzt war er erstmal hier ein bisschen. Aber man sieht, es ist in der Einstellung auch gar nicht so lang. Jetzt habe ich aber eine Aurora, zumindest als in der Feinderkennung. Müsste ich eigentlich noch ein zweites Zielkreuz kriegen, jawohl. Für die gerade Auslese. Da ich zweimal dieselben Laser habe, muss ich einfach mit einem von denen entweder mit den geradeaus versuchen, das Dreieck im Visier zu halten oder mit dem nach unten. Und da meine Laser, die unter meinem Cockpit sind, auch nach unten schießen können, kann man die auch mal verwenden. So. Ein bisschen habe ich ihn schon angeschlagen. Versucht an mir vorbeizuschießen, also wenn er so unter mir hängt, dann kann ich die unteren Laser nehmen bei der 85X, und wenn er vor mir hängt, dann vielleicht eher die fest installierten. Also mit eine Cutlass könnte ich natürlich mit der 85X nicht in Verlegenheit bringen. Ah, vielleicht eine Aurora. Einen haben wir ja schon von vorhin mal gekriegt. Jetzt versuchen wir einfach die andere Schießmethode. Ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir vorhin gebraucht haben, um die Aurora runterzuschießen. Das Hauptproblem, was ich habe, ist das Zielkreuz. Vielleicht funktioniert das ESP, diese computerunterstützte Zielangleichung, nicht mehr so gut. Aber ich weiß es nicht. Also prinzipiell treffen wir ja ab und zu mal was. Aber seine Schilde, laut Anzeige zumindest, sind die noch an. So, man müsste versuchen, Glückstreffer zu haben. Oh. Was hat sie gerade gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Mein Bordcomputer. Ja, natürlich hoffe ich, dass die Piraten später mal ein bisschen sprachgewandter sind. Aktuell sagen sie natürlich immer nur dasselbe. Laut Anzeige bin ich ja noch gut dabei. Gerade krabbelt mir ein bisschen die Nase, ich kann aber gerade, ich habe beide Hände natürlich am Ziel.
Ab und zu muss man auch versuchen, den Laser fliegen zu lassen. Also ich mache es genau wie vorhin, ne? Ich slide nach oben, während ich hier schön auf den drauf halte. So, und jetzt nehme ich die anderen Laser. So, jetzt muss ich mal kurz... Ich mag... So. Ich glaube, das Ziel ist jetzt wieder hergestellt, oder? Es klang gerade das Geräusch so, als hätte irgendjemand die Security jetzt praktisch gerufen, indem er den Uplink wiederherstellt, aber die Aurora konzentriert sich jetzt auf jemand anders, vielleicht. Da kriege ich sie natürlich auch besser in der Erfassung. Okay, er ist abgehauen. Jetzt haben wir die Cutlass, gegen die wir natürlich überhaupt nichts ausrichten können. Aber wir schauen sie uns noch kurz an. Ich glaube, die machen sie jetzt alle auf den Weg nach... Ah, der Cutlass geht's noch gut. Irgendjemand greift mich gerade an. Das ist nicht die Cutlass, aber... Oh, jetzt habe ich auch noch eine Rakete abgekriegt. Also nicht abgekriegt, ich habe schon ein bisschen abgewehrt, aber hier könnte mir mal jemand helfen mit dieser... Ich glaube, ich muss abhauen. Aber ich glaube, ich habe das Prinzip habe ich verdeutlicht, was die zwei Zielmöglichkeiten sind. Wow. Sehen, ob ich die paar Sekunden noch aushalte. Jawohl. So, jetzt schauen wir uns mal den ganzen Schaden an. So, also. Aha, hier sieht man jetzt die losen Rohre rausragen und ein Laser ist auch ab. Aha, die Laser funktionieren jetzt alle aus irgendeinem Grund nicht mehr. Sie schießen nicht. So, ich drehe mich jetzt mal. Jetzt schauen wir uns den ganzen Schaden mal an. Okay, ihr seht, hier habe ich einen Flügel verloren. Somit auch meine Feuerfähigkeit und aus irgendeinem Grund schießen jetzt meine Waffen nicht mehr. Wahrscheinlich sehen, wenn ich drin sitze, ob sie dann noch funktionieren. Aktuell nicht, nein. Gut, aber ich würde mal sagen, wir lassen es dabei bewenden. Wir haben gesehen, die 85X zurzeit als Fighter zu verwenden, ist keine gute Idee. Dafür ist sie aber auch nicht ausgelegt, also ist das nicht ganz so schlimm. Und jetzt versuchen wir mal mit diesem etwas angeschlagenen Schiff nach Port Olisar zu kommen. So. Vor uns hier jemand. Naja, ich bin gleich weg. So. Gut, also nach Hause geht's. Und wir versuchen mal zu landen. Die Pads sehen von hier aus alle frei aus. Also rein von der Geschwindigkeit und Beschleunigung und so ist 85X schon nicht schlecht. Also als Racer kann ich mir das gut vorstellen, dass die auch einiges auf, zu bieten hat. So. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Mal irgendwo den in den Himmel ragenden weißen
Weiße Linie, ich sehe sie gerade nicht. Ich werde einfach mal vorsichtig an eins dieser Pads ranfliegen und warten, dass ich eine Landing Request approved. So, genau. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch alle Fahrwerke haben. Ja, das ist noch dran, also sollte das funktionieren. So, und dann geht's jetzt mal runter. Ah, zumindest eine Aurora habe ich geschafft. Aber bevor die Piraten so viel ausgehalten haben, war das alles kein Problem. Gut. Also, das soll es für heute gewesen sein. Und diese Seite sehen wir auch noch ganz gut aus. Und der nicht so gut. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir wieder mal versuchen. Ja, auf Port Alisar oder Crusader und Umgebung ein bisschen das Spiel Star Citizen auszuprobieren. So denn, also bis zum nächsten Mal, euer Astroneer.